ihr eigentlich immer noch an der Küste, ne? Bringt das überhaupt, was wir hier machen? Oder soll ich da lang gehen? Finde ich fast sogar noch besser. Warte mal. Wer damit? Und dann machen wir das mal so. Oh. So. Hm. Ja. Aber. Ja, mit dem Grousten. Da müssen wir den hier so machen. So. Den kann ich jetzt nicht abreißen. Ja, doch, wenn ich da wieder Bretter dran mache. So. Weil Holz ist nicht so schlimm natürlich wie Eisen, ne? Ist ja wohl klar. Also her mit dem Eisen. Und das Holz kam von mir jetzt weg. Ha, ich hab's auch aus der Luft gegrabt. Sehr gut. Und hier nochmal. Ja, doch, da lang ist besser. Finde ich. Und da wird schon wieder rot, aber das kriegen wir schon hin. So. Und so. Oh, kein Grousten. Kein Problem. Wir haben hier welches mitgeschleppt. Wie viel Eisen haben wir noch? Eins. Da brauchen wir also auch. Wenn ich so und so mache. Sehr gut. Noch einer ginge nicht, ne? Ja, das dachte ich mir. Dann schmeiße ich mal davon. Wie viel weg? Keine Ahnung. Ich habe keinen Bock auf Rechnen. Nochmal. Ja, gut. Hätte ich nur 10 wegwerfen müssen. Wie auch immer. Und wir bauen hier weiter. So. Warum ist das so rot? Weil die so rot sind, ne? Ja, weil die allmählich rot werden. Das bedeutet, ich baue die hier mal zuerst. So. 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 Aufpassen, ne? Oh, keine Schmiede. Ja, dann muss ich die kurz herholen. So. Zack, 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 zack. Und dann bauen wir die hier hin. Ich habe auch überlegt, theoretisch mehr Workbenches zu nehmen, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Ist dann doch ein bisschen wasted und wir müssten halt... Also, ich glaube, das würde das Ganze nur verkomplizieren. Wenn ich so drüber nachdenke. Aber wie dem auch sei, wir machen mal hier kurz... So, und dann hier abbiegen nach da. Ist der schon blau? Nein, jetzt aber. Und der ist grün. Der ist grün. Der ist grün. So. Dann bauen wir das hier weiter. Und das wird auch orange. Sehr gut. Achso, das muss ich so machen, ne? Weil die jetzt nicht mehr in der Mitte sind. So. Und so. Ja. Not bad. Nein! Huch! Ich dachte, da ist das Eisen drunter. Aber stimmt, es ist ja gar nicht mehr in der Mitte. Habe ich es gerade noch gesagt. Gut. Weil wir müssen hier ja das Eisen noch weiterführen. Und das würde ich diesmal hier machen, damit wir einfach ein Eisenstack-Ding weiterkommen. Ne? Also, dann wird der hier nicht immer mitgerechnet, sondern der rechnet direkt hier los. Ist aber eigentlich völlig egal. Wie wir wissen. Weil Eisen ist so extrem stabil. Ist echt abnormal. Das ist ja auch das ganze Geheimnis bei meiner schwebenden Base, ne? Eisen. Wenn ich. Und schon kannst du damit riesige Gebäude bauen. Voll nice. So, ich versuche mal so weit zu kommen, wie es geht, ohne runterzufallen. Das wäre natürlich erfreulich. Aber man kann recht gut balancieren in dem Spiel. Darf jetzt nur kein Gegner kommen, apropos Gegner. Keine Schmiede, verdammt. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. So, hier ist eine Schmiede. Da und da komme ich da auch noch dran. Ja, sehr gut. Dann hier lang. Den. So. Und dann mache ich wieder die Ecke. So. So. Und hier. Und kein Steinmetz. Gut. Die als letztes. Erst die. Die.
Und dann die hier. Aber geht ja, ne? Müssten nur noch Geier kommen. Aber gut. Ich baue es jetzt erstmal zu Ende und dann können wir ja immer noch gucken, wie ergiebig das jetzt eigentlich war. Warte mal, habe ich nur noch ein Eisen und nur noch 12 Grausten. Ich bring mal die, pack mal die Ressourcen hier so zusammen und hol auch mal das Portal hier weiter vor. Oh, warte. Da brauche ich die Workbench, wie wir wissen. Also, zack. Und dann hier ums Eck. Ja, hier hätte ich natürlich auch einfach gerade machen können. Ja, egal. Jetzt haben wir es so gemacht. Da war noch ein bisschen Eisen, aber nicht so viel. Hier will ich die Sachen nicht verlieren. Habe ich sie alle? Die Augen fehlen. Hier sind sie. Ich habe alles. Na gut. Das weg. Her damit. Und wir sind natürlich überladen. Das war so klar. Wie viel sind wir überladen? Na gut, okay. Schon ein bisschen. Wenn es jetzt nur so einer gewesen wäre, dann hätte ich mich geärgert. Ach, was geärgert hätte ich mich gar nicht. Eigentlich nicht. So, hier hin. Oh, stimmt, ich kann ja nicht mehr bauen dann, ne? Dann muss ich mal kurz Stuff loswerden. Aber das wollte ich mal zusammenfassen. Das mache ich mal eben. Die Workbench brauche ich hier hin. Und dann schmeiße ich die Sachen hier. Schön geschichtet auf einen Haufen. So. Und dann haben wir die Stacks nämlich auch alle zusammengefasst, ne? Da, 3 Eisen haben wir nur noch. Und natürlich brauchen wir noch das Portal. So. Das brauche ich mal hier hin. Warum denn nicht? Warum will er das denn nicht? Hm. Finde ich ja doof. Ja, dann hier. So. Und einfügen. Sehr gut. Ja, wir brauchen neues Eisen. Wir brauchen eigentlich nur Eisen, ne? Ansonsten haben wir noch. Grausten haben wir noch ein bisschen. Holz. Ja, wir brauchen eigentlich nur Eisen. Hervorragend. So. Und den letzten Stack. Dann müssen wir gleich wieder was Neues einschmelzen, ne? Ja, ich habe gerade überlegt, ich bringe das jetzt schon in Auftrag. Nö, machen wir gleich. So, perfekt. Dann können wir hier weitermachen. Und zwar natürlich erst einmal wieder mit den Eisenkonstruktionen. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Eisen. Ich nehme erstmal nur die Hälfte. Und diesen einen, der da liegt, ne? Die 3, gut. Dann, oh, unser Hammer ist gleich kaputt. Naja, was soll's. Wow. Gut, ich dachte schon, ich falle hier runter, aber alles gut. Ja, weil da könnten wir sterben, ne? Oh, da hinten ist eine Schlange. Ich hoffe, die kann übrigens nicht nach oben schießen und unsere Konstruktion hier treffen. Ich hoffe mal nicht. Müsste das nicht allmählich rot werden? Wahrscheinlich schon, ne? Ich gehe bis hinten durch. Und hoffe, dass es bis dahin hält. Schmiede. Nein! Keine Schmiede mehr. Und da auch noch. Ah, das kracht doch gleich ein. Schnell. Ja, oder komm. Ich baue es eben auf die Art, wie wir es uns gemacht haben. Ist vielleicht sicherer. Wow. Alter, okay. Er hat uns nicht gesehen, ne? Und das kann sein, dass sie gleich einkrachen, weil das zu rot ist. Deswegen baue ich mal hier jetzt die Schmiede und baue schon mal das Eisen da hinten schnell zu Ende. Bis zum Rand. Lauf, 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 lauf. Ist nur noch der eine hier, ne? So. Ja. Gut. Und dann ist der blau und das hier alles grün. Und dann sollte das hier auch wieder klappen. Er hat mich gesehen, ne? Nee. Also, ich glaube, er hat mich gesehen. Also, er hat Attention. Aber keine Aggro. Naja, gut. Dann hab mal. Attention. Huch. Oh, kein Steinmetz und kein Grausten. Na gut. So.
Und dann nochmal hier und hier und hier. Dann grausten. Sehr gut. Und Holz. Das hier. Und es wird schon wieder dunkel. Das ist doch wohl nicht wahr. Sag mal. Wie schnell geht denn das hier immer? Ich bin doch gefühlt gerade erst angefangen. Naja, das ist nun auch wieder nicht, aber ihr wisst schon. Warte mal, so. Nee, warte mal. Das ist schon der richtige. Der hier. Weil der unnötig ist, ne? Weil der hier sowieso blau ist dann bestimmt. Ja, der ist sowieso blau. Aber... Oh, da sind Pilze. Naja, gut. Ich würde übrigens auch noch bis da vorne bauen. Da dann so ein Rundrum-Ding vielleicht. Und das war's dann auch. Ne? Ich glaube, das sollte dann genügen. Für das, was wir hier vorhaben. Warte mal, ich mach mal so. Und so. Hier lang. Ich hoffe, das Eisen reicht noch. Nein! Hätte ich es mal nicht gesagt. Liegt da hinten noch welches oder war es das? Da liegt noch welches. Sehr gut. Oh, ups. Ja, soll ich das jetzt eben noch schnell zu Ende bauen? Theoretisch schon, oder? Jetzt sind wir ja bald durch. Oh, hier keine Schmiede mehr, echt jetzt? Komm schon. So. So, und das sollte dann auch der letzte sein, ne? Wenn ich so mache. Die anderen sollten definitiv den Stein berühren. Dann mache ich mal hier. So. Ich hoffe, Grausten reicht und der Steinmetz auch. Nein! Grausten reicht nicht. Gut. Ja, da müssen wir sowieso nochmal hierher kommen. Und ich spare mir jetzt auch das... Oh, da liegt Grausten. Ist nicht wahr, als ob wir es genau abgezählt hätten. Hier, ich baller mir mal Ausdauerfood. Und rübergejumpt. Und dann können wir auch theoretisch auch gleich den hier mitnehmen. Weil der Steinmetz wird hier gebraucht. So. Und zack. Und hier dran. Das könnte einkrachen, weil es vielleicht nicht den Felsen berührt. Hält aber. Es berührt irgendwo den Felsen. Wahrscheinlich hier so. Keine Ahnung. Und da nochmal hier ran. Haben wir den Pilzen. Nein! Oder damit! Jetzt habe ich doch schon ein bisschen Angst, weil es dunkel geworden ist. Aber komm, das bauen wir eben noch zu Ende, oder? Wow! Oder soll ich das hier rumbauen? Warum denn überhaupt? Nö. Nö. Ich mache hier einfach so dicht. Und so. Obwohl doch, so könnte ich machen. Mal den Grousen da. Und dann haben wir hier so eine Endplattform, sozusagen. So. Weil die sollte jetzt von da und da gestützt werden. Ja, lassen wir es so, ne? So können wir das zurücklassen. Dann das weg. Die Schmiede weg. Und den weg. Sehr gut. Und dann haben wir das hier zu Ende gebaut. Theoretisch könnte ich jetzt sogar das Portal abbauen. Mache ich auch. Und wir hauen hier ab. Oder bin ich dann überladen? Ich bin dann überladen, ne? Ja, ich kann nur noch 9 tragen. Nö. Gut, dann nicht. So. Und das meiste ist hiervon sowieso Baumaterial, beziehungsweise ein wenig Eisen. So. Dann kann ich das nämlich direkt einsortieren. Dann können wir uns das sparen. Ne? Weil es ist hier alles auch, Gott sei Dank, recht übersichtlich beisammen. Ah, hier sind noch mehr Barren. Na komm, rein damit. Und ich packe sogar die Kohle hier rein, damit wir jetzt nicht nach unten rennen müssen. Und die Pilze schmeiße ich hier mit dazu. So. Und da würde ich sagen, ich gehe mal kurz pennen. Stopp! Der Hammer bricht gleich auseinander. So.
Sehr gut. Ab nach oben. Und eine Runde gerät. Schmatzi, na? Immer noch am Rumhampeln, ne? Hätte ihn mal Unruhigi nennen sollen. Oh nein, Plusti. Du hast keine Angst vor dem zu haben. Das ist ein Pflanzenfresser. Ah, dann, da gehe ich da mal hin. Wie süß. Gut. Ja, ich würde sagen, wir schmeißen uns in eine Pofe, wa? Oh. Was eine wunderschöne Aussicht. Nachts vor allem. Ne, mit diesen... Also in einer klaren Nacht zumindest. So, gute Nacht. Guten Morgen. Und dann gehen wir nach unten. Und ich würde sagen, dann machen wir... Bringen wir den Stuff nochmal kurz weg, ne? Also das Portal, das was wir hier gebaut haben. Da müssen wir ja aber gar nicht so weit rennen. Und wir können auch eventuell gucken, ob wir vielleicht sogar ein paar Geier finden. Weil deswegen haben wir das Ganze ja eigentlich auch gemacht. Aber mal schauen. So, Hammerchen. Oh nein. Ich habe das Holz vergessen, aber da liegt sogar sowieso noch was. Ja, Stein. Und der da unten macht mich irgendwie unruhig. Aber gut, ja, jetzt muss ich nochmal 10 Holz holen, oder was? Ah, warte, ich kann doch einfach hier die Axt nehmen. Mal gucken. Ja, so geht's auch. Gut, Gott sei Dank ist das keine Feuerwaffe, ne? Sonst wäre das Edelholz jetzt verbrannt. Aber selbst wenn, wäre ja überhaupt nicht schlimm in diesem einen Fall hier. Sieht schon cool aus. Irgendwie. Mag ich. Aber keine Geier, ne? So viel zu dem Thema. Hat sich richtig gelohnt, das zu bauen. Aber wollen wir mal den Tag nicht vom Abend um. Wer weiß, ob das sogar tatsächlich wirklich nachher noch was bringt. Da sehe ich doch schon unseren Schild. Oh, hier ist ein Zwerg. Mit Stern. Eine Zwergin. Was geht? Hallo? Ja, selber hallo. Pass bloß auf dich auf. Sei vorsichtig da draußen. Ja, du auch. Sag ich doch. So. Irgendwas ballert hier. Es kann aber auch sein, dass es wieder Projektile vom Himmel sind. So. Und dann würde ich sagen, nichts wie weg hier. Wie viel ist hier eigentlich noch drin? Ja, noch genug. Easy. So, hervorragend. Und wir sind hier auch direkt beim Lootloch. Rein da. Dann den ganzen Krempel aufgesammelt, so viel wie geht. Und das hier weg. Boah, da, ne? Schon wieder diese Ashland. Oh, Alter. Ashland-Animationen, die mein PC brechen. Los, beruhig dich wieder. Edelholz. Und Ascheholz. Was haben wir da noch? Knochen, Stein. Stein hier hinein. Dann Augen. Federn. Stoffe. Feuer. Gold. Monster. Organe. Kann er nicht auch noch Sehnen? Die liegen da noch, ne? Ja. Und eine Trophäe auch. Die kommt hier rein. Und die Monstersehne kommt da rein. Monsterfleisch. Nee, es ist Kleinvieh. Hier rein. Dann Pilze. Und ein paar Knochen. Ach ja, Eggs natürlich. Wie viel haben wir? 4. Wow. Gut. Knochen. Hier. Zack. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal kurz nach unten und schmeißen eine Fuhre Eisen an, wa? Steht ja jetzt wieder an. Plötzlich. Warte mal, hier oben war noch Kohle drin. Her damit. Und außerdem Erz. Eisen. Nehmen wir mal ein Zwambo. Halt. Hiervon. So. Und so. Und rein damit. Können wir sogar gleich, wenn wir hier das reingeschmissen haben, theoretisch auch nochmal kurz zu der Erzkiste da hinten gehen und wieder was nach vorne bringen, ne? Wer hätte gedacht... Oh. Hätte ich nicht genug Kohle rausgenommen? Ich dachte eigentlich, das war ein ganzer Stack. Aber gut. Ja, da habe ich mich wohl verguckt. Dann hier einen rein. So. Und hier. Habe ich gerade schon, ne?
Der 20. kam da schon. Jo. Rein damit. Und dann hier nochmal die Erzkiste. Ja, haben wir hier noch einen Stack. Sogar zwei kann ich rausnehmen von vorn. Von hinten meine ich. So und so. Sehr gut. Ja. Und dann hier noch den Stoff. Ab nach oben. Und dann in die Kiste geworfen. Hier. Damit die unterste Reihe wieder voll ist, ne? Das war ja eigentlich meine ganze Intention. Sehr gut. Ja, hervorragend. Dann mach kurz alles reparieren. Dann den Helm waschen. So. Und die Äxte haben wir auch benutzt. Hier. Sehr gut. So, einen Moment. So. Und dann würde ich sagen, ne? Das war doch wieder eine recht erfolgreiche Aufnahme. Und außerdem glaube ich, es ist an der Zeit, was zu sagen. da drücke ich mich schon die ganze Zeit vor. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, mal ein wenig darüber zu sprechen. Das Wetter passt da gerade sehr gut. über wie wir hier eigentlich weitermachen wollen. Weil ich habe gemerkt, vor allem in den letzten Aufnahmen, dass ja doch irgendwie hier schon alles sehr ausgereizt wurde, ne? Und wir nähern uns ja jetzt allmählich der Folge 1000. Und ich habe ja gesagt, die 1000 mache ich voll. Und da halte ich mich natürlich auch dran. Das war ja eigentlich so mit einer der Hauptgründe, warum ich halt bis heute das durchgezogen habe, ne? Weil ich sagte immer, die 1000 mache ich voll. Und es ist bald soweit und die 1000 ist voll. Und ich glaube, dass dann nicht weiter täglich Valheim kommen wird. So wie es jetzt seit 1000 Tagen der Fall war. Also fast 1000 Tagen der Fall war. Sondern ich weiß noch nicht, also keine Sorge, der Kanal hier wird nicht lahmgelegt. Ihr werdet nie wieder was von mir hören. Aber ich werde auf jeden Fall das Projekt Valheim nicht mehr täglich hochladen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das mit Valheim überhaupt weitergeht. Also ob zum Beispiel dann, wenn das Frost-Update kommt, ne, für die Nordlande, ob ich da dann zum Beispiel, ne, also Hoher Norden, ob ich dann irgendwie wieder reinkomme und mal gucke. Aber ich will auch keine Versprechungen machen und dann mich wieder unter Druck setzen. Oder ich sage es jetzt und dann kommt das Update und dann fragt ihr euch, du hast doch gesagt, du machst das und du hast dein Versprechen nicht gehalten und so. Deswegen möchte ich keine Versprechungen machen. Aber auf jeden Fall möchte ich auch nicht, dass bei Folge 1000 ich das dann sage und ihr das um die Ohren geklatscht bekommt und dann müsst ihr damit klarkommen, ne? Und bis Folge 999 denkt ihr, es ist noch alles okay. Und dann auf einmal ist Cut. Deswegen dachte ich bereite euch mal ein bisschen darauf vor. Es ist jetzt gesagt. Und wie ich schon meine, es ist ja auch kein Ende, ne? Und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt Let's Plays auf diesem Kanal sein werden in Zukunft. Ich weiß es nicht. Ob und was und wie und in welcher Quantität und Qualität hochgeladen wird. Ich habe keine Ahnung. Also die Qualität, da bin ich mir ziemlich sicher, wird sie hoch sein. Aber ich wollte das unbedingt mal ansprechen, weil, ne, sonst, ja, wie ich gerade meine, sonst kriegt ihr so eine Klatsche bei Folge 1000. Und das ist natürlich vor allem für die Urgesteine. Ihr wisst genau, dass ihr gemeint seid. Natürlich auch wichtig zu wissen und fänd ich dann euch gegenüber auch nicht fair, ne? Aber so sei es. Und es sind ja auch noch ein paar Folgen, ne? Und Folge 1000 kommt ja auch erst noch. Da habe ich mir schon das eine oder andere überlegt. Deswegen bin ich schon am Vorproduzieren, damit ich genug Zeit habe für Folge 1000. Weil die soll natürlich trotzdem pünktlich kommen, ne? Aber ja, ihr werdet dann schon sehen, was kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. So wie immer. Bitte lasst gern ein Abo da und ein Like. Und auch einen Kommentar, das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.